Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten der FX810DECW und heute schauen wir uns an, wie gebe ich dir richtig den Logarithmus ein. Also, der normale Logarithmus, wie ich ihn halb haben möchte, kann ich einmal eingeben mit der Taste Log und dann kleines Quadrat und dann Rechteck. Da kann ich mir zusammenbauen, welchen Taste ich haben möchte, zum Beispiel den Logarithmus zur Basis 10 und im Argument soll die 5 drinstehen. Drücke Exe und bekomme dann 0,69 raus. Ja, so kann ich mir mit dem Tool kann ich mir den zusammenbauen, wie ich ihn haben möchte. Jetzt möchte ich vielleicht den Logarithmus zur Basis e, also zur eulerischen Zahl, also der natürliche Logarithmus, der ist hier oben versteckt. Und da muss ich Shift drücken, dann diesen Logarithmus mit den zwei einmal Quadraten und den Rechteck. Dann habe ich den ln, habe ich ln von 2. Exe gibt 0,69. Okay, wenn ich jetzt den 10er Logarithmus haben möchte, dann ist der hier oben versteckt. Dann muss ich wieder Shift und dann hier auf das Quadrat mit dem hoch 2. Und dann, wenn ich jetzt hier die 10 reinschreibe, kommt die 1 raus. Ja, wenn der Basis und das Argument gleich ist im Logarithmus, kommt immer die 1 raus. Ja, so kann ich die ganzen Logarithmen reinschreiben. Hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Falls ihr Daumen hoch, ihr oben dürft ihr abonnieren. Ich gehe jetzt weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.